Ahoi Leute und willkommen zum nächsten Part vom TeichQuest Multiplayer Let's Play mit der Fische, den Dojos und mir. Wir sind im Tempel von Atom und wir klatschen jetzt erstmal ein paar Missgeburten, habe ich gehört. Ja, das ist korrekt. Was? Ja, genau das wusste ich noch. Und meine Maus hängt, meine Maus hängt, meine Maus hängt. Shit, 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 shit. Bah, meine Maus. Das ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut. Verwirren, verwirren mit Blitzpulver. Geklappt? Nein. Doch, hat es. Der hat Scheiße am Kopf jetzt. Ja, er schlägt auf dich drauf. Die Scheiße am Kopf ist Brand. Und der ist ganz stark, wie ich dachte. Ja, ich hab ihn seine ganze Energie weggezogen. Guck mal auf seinen Energiebalken, er hat nichts mehr. Und er ist Geschichte. So wie das ganze Land hier. Ach man, meine Maus, ey. Das ist ja schrecklich, mit meiner Maus zu spielen. Boah, das ist irgendwas Blaues. Was? Nichts. Boah, ich kann. War da wirklich was Blaues? Nein. Hol dir mal das Argos Chaos. Ja. Irgendwie sind die König. Oh. Die königlichen Kisten auch nicht mehr das, was sie mal waren. Ja, das sind auch keine richtigen, das sind nur so kleine königliche Kisten. Ja. Ne, das sind schon richtige. Die sind nur schwarz. Nee, aber die sind da nicht so groß wie die normalen. Was soll ich mit diesen. Warum leuchten die hier so ekelhaft? Keine Ahnung. Die stinken bestimmt einfach nur. Okay, wir haben jetzt das Auge des Chaos. Kommst du? Und ich habe das Kardar des Verzehrens. Kommst du? Na, ich muss mir die Waffe nur angucken. Wohin soll ich kommen? Ja, aber steh doch nicht so unnötig da oben rum, Mann. Hä? Warum stehst du da so unnötig rum? So in der Kampfbewegung? Hä? Ich stehe hier gerade. Ich stehe gerade bei den Leichen. Oh, warte. Jetzt schlägst du auf irgendwo. Wow. Na, ja, du hast dich gerade geportet. Siehst du mich jetzt? Ja. Ich bin jetzt vor dir, ne? Ja, du hast dich gerade geportet. Danke. Ja, wir können jetzt einfach nach Memphis reisen. Ja. Hey, das ist so voll behindert. Es gibt zwei Wege nach Fayum. Ja. Das ist so voll. Warum sollte man die. Also, ja. Wenn man nicht alles erkunden will, warum sollte man den Palmenweg dann gehen? Ja. Kommt halt ja, lass dann erst die Hauptquest machen und dann zum Händler, ne? Ja. Oh Gott, tut das weh. Ich rede mal mit dem Hauptquest-Typen. Weißt du, welches Let's Play startet, sobald ich. Oh, 10.000 Erfahrung. Welches Let's Play startet, sobald ich einen neuen PC hab? Nee. Ich sag nur, der Beobachter. Nice, nice, nice. Hauptaufgabe aktualisiert. Ein Telkine in Ägypten. Ich habe das keine gedacht? Zeit zum Plaudern. Ich bin zu beschäftigt. Ich nehme an, du möchtest etwas, das ausverkauft ist. Ich hasse diesen Typen übrigens. Der ist todesnervig. Schlicht, schlicht, schlicht. Oh, meine Maus ist auch schlicht. Nein, tschüss. Lebensentzug. Angriffsschaden, Erlebung war das. Ist ganz chillig. Nein, warte, oh, das war todesgut, Alter. Meine, 52er war. Rüstung mit plus 15 Rüstung. Dann schmiede ich aus meiner jetzigen einfach das Artefakt wieder raus. Gibt's hier so einen Rausschmieder-Spasti? Ja, ich glaube, ist das nicht der über uns direkt, der mit dem Blitz auf dem Kopf? Ja. Nee, da kannst du ja keine Formeln machen. Der hat, glaube ich, einen blauen Punkt, den ich suche. Ja, den gibt's, glaube ich, in der ersten Stadt gab's ihn, glaube ich, nur. Ich weiß nicht, ob's ihn hier auch gibt. In der ersten Stadt? Ich dachte, nicht so. In der ersten Stadt hier in Ägypten. Achso, okay. Gut, weiß ich nicht. Ich gehe mal ganz kurz auch noch zum Karawanenhändler und dann nach dahin. Amulette verkaufen. Ich frag dich inzwischen schon gar nicht mehr, ob du die brauchst, weil ich genau weiß, du brauchst sie nicht. Brauchst du ein, Amulett mit Schaden für Begleiter? Und einen Ring? Was noch? Nur 18 Schaden für Begleiter, 5% Schaden für Begleiter. Und der andere hat 10 Rüstung und 40 Leben für Begleiter. Nein. Danke. Bitte. Ich habe hier noch ein Dings für dich. Wir haben übrigens noch 2 Punkte. Ja, die wollte ich gerade schon einsetzen, aber dann hat er diesen Kommentar und die wollte ich mal angucken. Ja, dann packe ich noch in Gesundheit rein wieder. Gut, ich gehe. Heb das Teil auf. Habe ich schon. Es liegt da noch. Ja, bei mir lag es eben gerade noch. Verarsch mich hier doch nicht. So, da bin ich schon dreckig, also du verarschst. Sei gegrüßt! Hey ho!
Dass der Typ mich immer so anschreien muss, Alter. Wir haben noch eins davon fertig. Wolfsklaue haben wir auch schon 4 von 5 wieder und ein Giftsack mit 3. Sorry, ich habe gerade an meinem T-Bone gestellt. Moment, dann haben wir davon noch. Also, unsere Hauptaufgabe ist jetzt, wir sollen jetzt den Tekin klatschen wahrscheinlich und dann sind wir auch fast mit Ägypten schon fertig. Genau das. Und dann habe ich noch das hier auf 2 auf. Nein, nicht das. Das hier auf 2 aufgebracht. Irgendwie kommt mir Ägypten viel kürzer vor als Haben wir schon jeden Part drüber geredet, Freddy. Ja, aber wenn man so. Das so von, wenn man was von der Partanzahl anguckt, dann haben wir jetzt auch schon 20 Parts. Das sind dann nur 5 Parts weniger, also knapp 2 Stunden oder so. Mit 20? Wir haben 20 Parts hier ansatz? Ja, wir haben jetzt. Ne, Moment mal, welche sind wir denn jetzt? Nee. 40. Nein, wir sind ja. Ach stimmt, 41 sind wir erst. Ja, 41 nehmen wir jetzt gerade auf. Stimmt, ich dachte, wir wären schon bei 50. Ja, okay, dann ist das wirklich ziemlich kurz. Sehr ja, krass. Kommst du jetzt langsam mal? Ich laufe jetzt ja schon ins Heer. Ich will dann ins Portal nach Delphi. Nach Delphi? Mhm. Oh mein Gott. Ah, jetzt sind wir bei Händlerviertel wieder. Also da ist Schuhe. Das sind die Händlerviertel, wo wir. Das auch. Können wir nicht lieber spielen und du machst das andere dann danach? Wie wär's mit nein? Aber dann müssen wir die Parts nicht mit unnötiger Scheiße füllen. Ja, aber das gehört zu so einem Art Rollenspiel dazu. Dass du immer wieder das gleiche machst? Mhm. Aber nee. Ich. Formeln zum Erfüllen oder Relikte zum Zerstören? Ich guck mal, dann ob ich Continuum. Ich sag jetzt gegen. Übrigens nicht, dass es der richtige war. War es der richtige? Hä? Du meintest doch, dass man bräuchte nur den zum den mit dem Blitz über dem Kopf. Ja. Das ist richtig. Ich weiß. 62, 72. Ich habe jetzt eine Rüstung mit ungefähr 81 Rüstung. Meine Rüstung hat ohne irgendwelche plus 68, also ich bin zufrieden. Ja. Meine hatte ohne irgendwas plus, glaube ich, weiß ich nicht. 52. Soll ich ein Portal machen? Ich bin jetzt wieder in Gizeh. Memphis. Wenn du nicht durch ganz Memphis dann reist, kannst du auch durch ein Portal gehen, aber musst du nicht. Länger. Hier kommen übrigens wieder Krokodilmenschen. Ich weiß. Du musst da durch das große ich Tor gehen. Über die Aufbewahrung. Ach wirklich? Waren die Krokodilmenschen nicht mal stark? Ja. Wie gesagt, wir sind immer noch überlevelt. Obwohl die Skorpion-King uns ziemlich stark waren noch. Naja, das waren ja auch schon fast halbe Endgegner. Da kamen wir auch gerade zu einer Hauptaufgabe. Die waren noch Level 25, die hier sind nur Level 22. Nein, die Centurions, die mit der Rüstung sind auch Level 25. Ja, die dicken. Davon gibt es ja auch nicht so viele. Bei den Käfern und bei den Skorpionen waren alle auf 25. Ja, nee, ich glaube, die Kleinen waren auf 23. Das sind ja mal großen. Ich meine, die waren 25. Ja, ist auch egal. Jo. Der Endgegner hat aber auch nicht wirklich Probleme gemacht. Nicht so wie die 4 Statuetten. Ja, die Statuetten waren halt, die haben halt übertrieben viel Schaden. Und wir hatten geplant, so einfach noch wenig Tränke. Ja, und vor allen Dingen, weil bei den Statuen habe ich halt gar keinen Schaden gemacht. Und bei denen könnt ihr ja wenigstens Giftschaden noch anwenden und Blutungsschaden. Ich weiß nicht, haben Reptilienmenschen Blut? Ja. Wo gehst du hin? Nach hier unten? Da war bei mir alles erkundet, deshalb bin ich jetzt nach oben und dann. Wow! Ja, war, also ich habe hier noch einen kleinen schwarzen Fleck, glaube ich, gehabt, aber da war noch nicht jemand ganz drin. Ich habe hier 2 Magier, ein Feuer und ein Wasser. Und das Beste ist einfach,
Wenn ich mit meinem Schwert, ich lasse mein Schwert, wenn ich damit die Gegner angreife. Ne, das war ein Ring. Mit meinem Ring da entziehe ich ihnen ja die ganze Energie und dann können ihre ihre kleinen Gegner nicht mehr rufen und auch nicht irgendwelche großen Attacken machen, weil ich es einfach wegziehe von denen. Ja, das ist ziemlich geil. Vor allem, ich mache dann auch ein bisschen Prozent davon Schaden. Zwei Blitzkriege. Wo bist du? Unter dir, ich hab die da unten fertig gemacht. Dupti-dupti-du, das gibt's hier erstmal aufs Maul. Wow, meine Maus. Warum zum Brunnen? Dringend mal eine neue Maus. Sagst du irgendwie in jedem Part fast? Ja, weil es so ist. Dann kauf dir eine. Alter, weißt du, wie viel das kostet? Bunny. Ein Huni. Nein. Doch mal. Eine vernünftige Maus kriegst du schon. E700S. Sorry, dass ich lebe. Kriegst du auch schon für knapp 60, stimmt. Ja, auf 60, also 70. Auf der Logitech-Seite kostet 99. Ja, Logitech ist sowieso überteuert, da kaufst du die fast Amazon. Ich hab nur Logitech geguckt, weil meine Freundin irgendwie eine Maus für ihren Bruder gesucht hat. Und sie meinte so, hey, ja, das ist eine ganz tolle von Logitech. Ich meinte so, hey, okay, Logitech, bleib kurz mal Seite aufhören. Sie meinte so, nee, das ist hier nicht, und das ist hier auch nicht, und das ist hier nicht. Aber das ist eine ganz tolle von Logitech. Für 30 Euro oder so. Kannst du mich healen? So? Danke. Der obere Nil. Du brauchst mehr Energie. Krokodil-Mensch kommt nur im Nil vor. Ja. Ich weiß nicht, ob es den Orient auch nochmal gibt. Da sind das, glaube ich, Alligator-Menschen. Alligator-Menschen. Was doch so ein großer Unterschied ist. Es gab irgendeinen Unterschied zwischen Krokodil und Alligator. Ich glaube, Alligator ist größer. Ich glaube, Alligator ist Rapper. Das sowieso, aber der ist auch größer. Da oben ist schon der nächste Brunnen. Wie lange geht der Part noch? Kurz mal Weiß ich drauf. Nicht. Moment mal kurz. Da ist ein Alter. 7 Minuten noch. 7,5. Oh. Alter. Alter. Ja gut, bei 14er Gegnern, was ist da? Was ist, warum? Ja, weil es immer so unterlevelte Gegner gibt. Das sieht irgendwie so aus, als ob die das mit Paint so die Level da reingemalt hätten und sich total vermalt hätten. So, ja, komm, da kommt man 24er Gebiet rein, haben sie aus Versehen die 14er Farbe erwischt und alles 14 gemalt. Programmieren nach Zahlen meinst du? Ja. Nein, programmieren nach Farben. Was war das für ein Schrein? Okay, da oben ist eine Höhle. Wenn die Höhle zu Ende, lass jetzt mit dem Brunnen machen. Nein, keine Verkehrung. Ja. Wir müssen ja eh noch ein paar machen. Außenbezirke von Theben. Ja, bleib Theben stehen? Ist das nicht. Was? Nur gesagt, du sollst stehen bleiben. Wieso denn? Du hast den Hund geheilt. Wieso, wolltest du mich heilen? Ja. Mach doch was. Warte, jetzt. Ja, der Heal ist zum Glück in relativ. Wo ist der? Ich hasse es mit den Höhlen angegenthalten, Chris. Oh, guck mal, wie die Schleimviecher, die sind super. Ich hasse die Spektralmaterial. Nee, ist ja gar nicht, ne? Nee. Grab oder. Widerwärtiger Verfall. Sind die großen. Oh, die erinnern mich gerade todes an das Viech aus Metro 2033. Das Buch liegt übrigens gerade vor mir und ist fast durch. Danach lese ich gleich Metro 2034. Siehst du, das ist meine kleine Knackige. Die geht bestimmt noch da weiter. Ja. Die erinnern mich gerade todes an so ein Viech aus Metro 2033. Ja, Spoiler halt jeden. Also wenn ihr es noch nicht kennt, solltet ihr jetzt kurz den Ton stumm schalten, weil... Also muss ich das auch machen? Ja, unbedingt. Hast du? Nein. Okay, ich spoilere jetzt nicht. Siehst du, das war doch eine kleine knackige Höhle. War das alles schon? Ja. Geil, ne? Ja. Ah, ich finde hier nicht. Wo ist das? Da. Ja, ich muss auch noch Game of Thrones weiterlesen. Ich bin jetzt bei Seite 110, glaube ich, von... Im ersten Buch sind es nur 800 Seiten. Moment, ich bin gerade auf Seite. Aber um mich zu verteidigen, das Buch ist auf Englisch und englische Literatur ist was anderes als Schulenglisch. Was? Nicht.
Was denn? Nee, gar nicht. Sag doch. Der lag ein blauer Hammer. Der lag wirklich ein blauer Hammer? Nein, nein. Das sah aus wie ein Gesundheitstrank. Aber haben sie aus dem Gesundheitstrank? Okay. Ja, ich hab drauf geguckt, das sah rot für mich aus. Das ist ein Gesundheitstrank, aber ich bin weiter auf X geguckt. Ein Hammer ist doch egal, ich bin sowieso kein. Er ist blau. Ja, scheiße, ich hab auch zwei blaue Hammer in meinem Inventar. Also ich habe mal wieder einen blauen Gegenstand gefunden, okay? Ja, ich hab eigentlich so auch nützliche blaue Gegenstände gehabt. Witwenmacher. Den hab ich auch schon. Wie heißt der Hammer? Den du hast? Nicht Witwenmacher. Hammer des Fanatikers. Weil ich habe jetzt einen Witwenmacher gefunden, ist auch ein Hammer. 39 bis 58 Schaden. Plus 23 bis 70. Alter, schmeiß mal rüber das Ding. 24% Schaden, 7% Angriffsschaden in Leben gewandelt, 6% Elementwiderstand, 10% Angriffsgeschwindigkeit und 1% auf alle Fähigkeiten der Verteidigungsmeisterschaft. Witwenmacher? Alter, der ist auch geil. 7% Wahrscheinlichkeit für 95% Schaden. Was? 9 bis 16 Bonusschaden, 17 Stärke, 33 Leben. Hallo Witwenmacher. Benutzt du den jetzt? Ja. Nur mal ausprobieren. Ich habe ja keine festgelegte Waffe. Mit meiner Fähigkeit kann man jede Waffe benutzen. Ja, ich brauche meine. Tschüss, Speer! Ich brauche meine, glaube ich, also für, auf jeden Fall brauche ich für mein Dings. Sorry. Das war für mich. Warte. Für mein geschärfte Klingen brauche ich halt einen Klingenskill. Ja, aber Alter, der ja. Hammer ist echt ein bisschen heftig. Ich sollte die beiden Hammer am besten so akimbo nehmen und dann prügel ich einfach aus jemandem die Scheiße. Das ist todeslustig, Alter. Ich glaube, ich sollte mal einen spielen, mit dem ich so auf Hammer spiele. Weil es auch immer Hammer gibt und zwar gut. Keulen. Ja, die sind auch, ja, stumpfe Waffen. Die sind von Anfang super gut. Ja, aber die sind übertrieben langsam. Ja, Speere auch. Nein, nein, die sind nicht übertrieben langsam, die sind langsam. Ich benutze nun mal eigentlich nur langsame Waffen, weil ich auf die Schnelligkeit keinen Wert lege. Ich lege viel Wert auf Schaden. Du bist eigentlich so der Assassine und ich, wenn ich Bock auf Assassinen hab, bin ich auch der Assassine oder ich bin halt wirklich der Bär. Wenn ich Bock auf Assassinen hab, dann bin ich Assassine, ja. Okay. Ja, aber in so Spielen, in denen wirklich gewollt wird, dass man so schleicht, wo man auch schleichen kann, hier bin ich. Assassine ist hier so ein bisschen sinnlos, du kannst dich nicht anschleichen, du kannst keinen versteckten Schlag machen irgendwie, dass die Gegner One-Hit tot sind, das finde ich ein bisschen doof. Doch, kann ich. Also nicht jeder Gegner, aber halt. Jedenfalls bei solchen Spielen liebe ich es einfach so Berserker und zack und tot und alles hau Matsch drauf und weg. Ja, ich hab doch auch halbwegs Berserker-Skill drin mit zwei Schwertern. Ja, du bist so eine Mischung aus Berserker und Assassine. Ja. So mit Giftwaffen. Ist eigentlich eine ganz geile Mischung, aber so einfach nur Berserker ist eigentlich auch geil. Oh. Nein. Nein. Nicht schon wieder so eine riesige Höhle. Vielleicht finden wir wieder eine Solzklaue. Was? Der Witwenmacher ist gut, Alter. Hab ich gut gefunden, ne? Ist richtig schön. Aber geil, manchmal findet man erstmal so 1000 Meter lang gar keine und dann findet man einfach so zwei fast gleiche Waffen direkt hintereinander. Aber die 70 Schaden merkt man schon, ey. Die ballern ordentlich rein. Also wir haben jetzt einen blauen Gegenstand für die Verteidigungsklasse und einen für die Linksklasse, die ich habe. Wieso für dich? Nein, Gaunerklasse. Welchen denn? Mein Schwert. Das, was du im Singleplayer gefunden hast und was du mir gegeben hast. Das macht meinen Todesschlag höher. Achso, ja. Ja, ja, genau. Und mein Brustpanzer, der ist für die Sturmklasse auch noch. Aber der ist nicht blau, der ist nur grün. Woher weißt du, dass er für die Sturmklasse ist? Weil er auf Sturmnibus macht. Einer auf Sturmnibus. Was? Dann sollte ich ihn benutzen. Warum? Weil ich Sturm hab. Nein. Nein, stimmt gar nicht, ich hab Traum. Sorry. Sorry, dass ich lebe. Mach du die Geister tot. Mach die Geräte tot. Jo. Oder wir machen einfach beide alles tot. Ich hätte Bock mit dir so ein. Ich weiß nicht, gibt es irgend so ein
Assassin spiele, was man zu zweit spielen kann. Wo man so zu zweit gegenschleicht. Alter, das ist ein Heldenmonster. Einer lenkt so die Gegner ab, so irgendwie von einer komplett anderen Richtung mit Pfeifen oder so. Und der andere sticht sie dann hinter uns ab. Das wäre mal eine geile Idee. Ja. Ist tot. Alter! Ja, nee, der ist übertrieben stark. Lauf. Ich bin gerade zweimal fast gestorben. Vorbei, aber den müssen wir jetzt töten. Ja, den müssen wir jetzt töten. Der ist übertrieben stark. Siehst du deshalb? Du brauchst mehr Energie. Halt die Schnauze, Junge. Erstmal, komm, zack. Der hat dafür aber auch nicht so viel Leben. Einfach drauf, komm drauf. Hab ich dich geheilt? Ja. Gut. Ich hatte Angst, den Wolf zu heilen. Und der ist tot. Alter, war der stark, ey. Nein, der ist wieder da! Ja, weißt du, das ist kleiner Wächter. Okay. Ich bin fast gestorben, nochmal. Alter, ich bin zweimal dann würde ich sagen, ich hoffe, der Fall hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Tschüss.